Hallo, liebe Astrofreundinnen und Freunde, willkommen zum zweiten Teil meines Specials über Chiron, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für das tolle Echo und die vielen konstruktiven Zuschriften, die mich zum ersten Teil meines Specials erreicht haben. Das hat mir unheimlich viel Mut gemacht und ich bin total begeistert von eurem Zuspruch und euren interessanten Gedanken zum Thema. Auch mein Geschenk, die spezielle Chiron-Beratung zum Sonderpreis, habt ihr viel gebucht. Das freut mich sehr. Und wenn ihr den ersten Teil meines Chiron-Specials noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Dann könnt ihr auch noch in den Genuss dieses Geschenks kommen. Er heißt Entdecke deinen inneren Heiler. Und darin mache ich euch vertraut mit der Figur und der Mythologie des Chiron. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. In der Mythologie war Chiron ein Ausgestoßener, ein Zentaur, halb Pferd, halb Mensch, der dann zum weisen Heiler wurde. Er bildete die griechischen Göttersöhne und Helden aus und betreute sie als Arzt. Nur seine eigene Wunde, die konnte er nicht heilen. Deshalb steht er im Horoskop für unseren eigenen wunden Punkt und unseren inneren Heiler. Indem wir unsere Schwächen und wunden Punkte liebevoll annehmen, finden wir zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung. 2018 beginnt Chiron seine Reise durch das Zeichen Widder. Dabei wird er im September 2018 nochmal rückläufig und kehrt in die letzten Grade des Zeichens Fische zurück, bevor er am 18. Februar 2019 endgültig ins Zeichen Widder wechselt, und zwar bis zum 19. Juni 2026. In diesem Video werde ich auf die Bedeutung des Chiron-Transits durch den Widder für die 12 Sternzeichen eingehen. Doch Chiron kann auch noch viele weitere Aspekte zu anderen Planeten und Faktoren eures Horoskops bilden und je nachdem, durch welche Häuser er läuft, auch noch andere wichtige Bereiche in eurem Leben aktivieren. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich genauer mit seinem Wirken in eurem Horoskop vertraut zu machen. Auch im zweiten Teil meines Specials gibt es wieder ein Geschenk für euch, nämlich insgesamt 20 Rabattcoupons für meinen Chiron-Workshop im Mai. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Alle Aspekte von Chiron, egal zu welchen Planeten oder Faktoren im Horoskop, haben das gleiche Ziel. Chiron möchte uns auf einen Entwicklungsweg bringen, der zu mehr Heilung und mehr Ganzheitlichkeit führt und uns mit unserer menschlichen und empathischen Seite verbindet. Im Zusammenhang mit Chiron muss man auch den aus der Mode gekommenen Begriff der Demut mal ansprechen. Es heißt ja immer, Chiron sei der verwundete Heiler und der wunde Punkt im Horoskop, und das stimmt auch. Die Erfahrung von Verletzlichkeit, Krankheit, Schwäche, ein Außenseiter zu sein und nirgendwo dazuzugehören, kann sehr hart sein. Und sie lehrt uns, dass wir in Demut Umstände akzeptieren müssen, die wir mit Stolz, Egoismus und auch mit Geld nicht ändern können. Wir können solche Situationen nur durchdringen und durchleben und dabei etwas für uns lernen. Und die Lernaufgabe ist, unsere Schwächen und unsere Verletzlichkeit und unsere Unvollkommenheit zu akzeptieren und auf diese Weise Verständnis dafür zu entwickeln, dass auch andere ihre Schwächen und Fehler und Unzulänglichkeiten haben. Wenn Chiron jetzt durch den Widder geht, ist ein wichtiges Thema die Überwindung des Egos. Wir sollen uns von kleinlichen Ego-Motiven lösen und die Verbindung mit dem höheren Selbst anstreben, das es uns wiederum ermöglicht, uns mit allem, was ist, zu verbinden. Wenn das gelingt, verspüren wir automatisch den Wunsch zur Heilung anderer und des Planeten beizutragen, weil wir uns selbst als Teil dieser Ganzheit wahrnehmen. In den letzten 7 Jahren ging Chiron ja durch die Fische, und ich würde schon sagen, dass sich unser Bewusstsein für diese spirituellen Zusammenhänge gewaltig entwickelt hat. Vor allem dafür, dass alles mit allem verbunden ist. Und das ist ein Fische-Thema. Doch nun geht Chiron in den Widder, und der steht ja für die Willenskraft und die Durchsetzung des Egos, sozusagen für den Überlebenskampf. Das könnte auf der weltlichen Ebene bedeuten, dass diejenigen, die sich für Heilung und Entwicklung einsetzen, wieder vermehrt kämpfen müssen, um wahrgenommen zu werden. Vielleicht heißt es auch, dass wir die Erkenntnisse, die wir mit Chiron in den Fischen gewonnen haben, mit einigem Kampfgeist viel aktiver als bisher umsetzen müssen. Ich fürchte, Heilkreise und Meditationen alleine genügen nicht, um in der Welt eine Veränderung herbeizuführen. Ein Symbol dafür sind für mich Umwelt- und Friedensaktivisten, die durchaus auch kämpferische Mittel wählen, um ihre Ziele durchzusetzen. Immerhin ist der Widder ja auch ein Symbol für einen Neuanfang, für Tatkraft und für das Handeln. Kommen wir aber nochmal zurück zu dem Thema der Ego-Überwindung. Ihr könnt euch das Ego im Grunde als wütendes Kleinkind vorstellen, das sich auf den Boden wirft und schreit, um zu bekommen, was es will.
Manche Menschen bleiben ihr Leben lang auf diesem Stand eines Dreijährigen in der Trotzphase und schaffen es damit sogar, Präsident der USA zu werden. Aber Menschen, die auf dem Entwicklungsweg sind, die ringen darum, die Bedürfnisse ihres Egos zugunsten einer guten Verbindung mit dem höheren Selbst, ihren Mitmenschen und unserem Planeten zu transformieren. Und auf diesem Weg ist uns Chiron als Weisheitslehrer ein guter Begleiter. Auf der psychologischen Ebene ist hier das Thema der Impulskontrolle angesprochen. Wenn Chiron uns eine Krankheit schickt, können wir nicht mehr einfach jedem Impuls nach Belieben folgen und tun und lassen, was wir wollen, sondern wir müssen uns mit nun eingeschränkten Möglichkeiten arrangieren und das Beste daraus machen. Und wir müssen womöglich um Hilfe bitten. Das ist ein harter Entwicklungsweg, aber viele Menschen finden genau dadurch zu einer großen inneren Stärke. Ich erlebe das in meinen Beratungen immer wieder, bei den vielen Menschen, die sich entweder selbst geduldig mit einer Krankheitssituation auseinandersetzen oder die zum Beispiel ihre Angehörigen aufopferungsvoll pflegen. Sie alle mussten lernen, die Bedürfnisse ihres Egos hinten anzustellen und viele von ihnen haben dadurch zu einem spirituellen Verständnis gefunden. Es muss aber nun nicht immer ein Krankheitsgeschehen sein, durch das Chiron uns auf den Entwicklungsweg bringt. Es können auch berufliche oder partnerschaftliche Situationen sein oder eben der Einsatz für die Heilung und Entwicklung anderer oder die Heilung unseres Planeten, die uns unter die Haut gehen und uns zwingen, über uns selbst und unser Ego hinauszuwachsen. Im Grunde erreichen wir so die wahre Willenskraft, die nämlich darin besteht, dass man spontane Impulse kontrolliert, weil man etwas Wichtigeres, Größeres erreichen will. Es kann eine große Befreiung sein, zu erleben, wie das eigene Ego in einer großen, wichtigen Sache aufgeht. Jetzt möchte ich euch ein paar Anregungen geben, welche Herausforderungen und Entwicklungschancen der Chiron-Transit durch den Widder für die 12 Sternzeichen mit sich bringt. Aber nochmal, nichts kann die Betrachtung von Chiron im Geburtshoroskop ersetzen. All die Aspekte, die er bildet und auch durch welche Häuser er laufen wird im Horoskop, das können wir nur in einer persönlichen Beratung klären. Und dafür ist ja meine Chiron-Beratung auch da. Wenn ihr im Widder geboren seid, fordert Chiron euch auf, euch mit eurem höheren Selbst zu verbinden, statt aus egoistischen Motiven herauszukämpfen. Es kann durchaus sein, dass er euch dabei eure Schwächen vor Augen führt und das kann eine gesundheitliche Krise sein. Chiron wird ja über eure Sonne laufen und die steht für das Herz. Vielleicht werden euch Dinge jetzt mehr zu Herzen gehen als sonst. Und wenn ihr gesundheitlich angeschlagen seid, solltet ihr in Erwägung ziehen, eure Herzfunktion mal überprüfen zu lassen. Der Chiron-Transit ist auch eine gute Phase, um Ausdauertraining zu betreiben und auch psychologisch alles zu tun, was das Herz stärkt. Zum Beispiel auch Dankbarkeitsübungen und ein besonders liebevoller Austausch mit anderen. Das Ziel des Transits ist, dass ihr euch mit all euren Schwächen und vielleicht auch gesundheitlichen Einschränkungen tolerant und liebevoll selbst annehmt und dass ihr dadurch auch tolerant und mitfühlend gegenüber den Schwächen anderer werdet. Chiron möchte, dass ihr lernt, die Dinge nicht so persönlich zu nehmen und zum Gegenangriff überzugehen. Wenn ihr eine Ego-Krise bekommt und euch von anderen provoziert fühlt, kann das die Wirkung von Chiron sein. Am besten integriert ihr seine kosmischen Kräfte, wenn ihr euch für etwas einsetzt, was größer und wichtiger ist als euer Ego, zum Beispiel eben für die Heilung des Planeten. Dann könnt ihr die Zeit mit Chiron im Widder als eine Form von Persönlichkeitsentwicklung erleben. Wenn ihr im Stier geboren seid, dann wird Chiron aus dem direkten Aspekt zur Stiersonne herausgehen. Er hat zuvor 7 Jahre lang einen förderlichen Aspekt zu euch gebildet, sodass ihr die Gelegenheit hattet, also aus den Fischen raus, sodass ihr die Gelegenheit hattet, euren inneren Heiler zu entwickeln und eure eigene Verletzlichkeit zu akzeptieren. Wahrscheinlich auch mit Hilfe guter Freunde. Oder ihr habt euch viel um eure Freunde gekümmert, die bedürftig waren. Oder euch wohltätig engagiert, zum Beispiel für die Umwelt und einen nachhaltigen Lebensstil. Das ist ja sowieso eure Stärke. Nun wird Chiron durch euer 12. Sonnenhaus der Spiritualität laufen. Wenn ihr spirituell unterwegs seid, kann der Durchgang von Chiron durch den Widder eine Zeit großer Inspiration und tiefer Eingebungen anzeigen. Und ihr könnt euch noch besser mit eurer geistigen Führung verbinden. Vielleicht entwickelt ihr auch einfach einen besonders guten Kontakt zu euren Träumen und eurer inneren Stimme. Teilweise werdet ihr den Chiron-Einfluss aber auch ganz konkret spüren und erleben, wenn ihr nämlich Planeten im Widder habt, die diese Energie direkt empfangen. Das müsste man dann
in einer persönlichen Beratung klären. Auf jeden Fall solltet ihr darauf achten, ob sich bei euch die Einstellung und euer Umgang mit Spiritualität ändert, vielleicht auch im Zusammenhang mit den Problemen anderer, um die ihr euch kümmert. Und es geht weiter mit dem Zeichen Zwillinge. Wenn ihr Zwillinge seid, wird Chiron in den nächsten Jahren einen vorteilhaften Aspekt zur Zwillinge-Sonne bilden. In den vergangenen 7 Jahren stand er in den Fischen und das war eher eine konflikthafte Energie für euch. Das brachte gesundheitliche Herausforderungen mit sich und es ging darum, dass ihr eure Schwächen akzeptiert und euch selbst mehr spürt. Ja, das ist für Zwillinge besonders wichtig und nicht so leicht verdrängt, was in euch vorgeht. Ihr müsstet sensibler geworden sein gegenüber euren eigenen Schwächen und Gefühlen und gelernt haben, euch liebevoll zu akzeptieren und auch die Schwächen anderer zu tolerieren. Nun beginnt eine Zeit, wo ihr diese Erkenntnisse in euer Leben einfließen lassen könnt und euch selbst und auch anderen gut helfen könnt. Das ist besonders schön, wenn ihr in einem helfenden oder heilenden Beruf unterwegs seid. Und jetzt schauen wir für die Krebse, für den Chiron-Transit. Wenn ihr im Krebs geboren seid, interessiert ihr euch bestimmt sehr für die Energie dieser Transformation, der Heilung und Erneuerung, die mit Chiron im Widder einhergeht. Der Wermutstropfen ist, dass diese Energie in Spannung zur Krebssonne steht, sodass die Impulse nicht unbedingt leicht und harmonisch zu euch fließen, sondern euch aufrütteln oder auch durch gesundheitliche Probleme auf sich aufmerksam machen. Chiron wird euch in den kommenden Jahren herausfordern, indem er euch mit euren Schwächen konfrontiert und euch auffordert, für euch selbst zu sorgen. Krebse sind meistens sehr gut darin, sich mitfühlend anderen zuzuwenden, aber ihre eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Darum könnte es jetzt Konflikte geben. Ihr seid dann gefordert, euch mit euren eigenen Bedürfnissen zu beschäftigen und gegebenenfalls auch mal um Hilfe zu bitten. Ich hatte die Eingebung, dass es den Krebsen gut tut, sich mit der Heilung des inneren Kindes zu beschäftigen. Das Ziel dieses Transits ist, dass ihr mit euch ins Reine kommt und eure besondere Fähigkeit kultiviert, euch neuen Impulsen unbefangen wie ein Kind zu öffnen. Das ist eure natürliche Stärke, wenn ihr vertrauen könnt und nicht verletzt wurdet. Chiron wird euch auffordern, alte Verletzungen zu heilen, die euch davon abhalten, wieder unbefangen auf die Welt zuzugehen, beziehungsweise therapeutische Hilfe dafür in Anspruch zu nehmen. Transformation und Heilung, das sind in den kommenden 2 Jahren gerade zwei große Themen für die Krebsgeborenen, nicht nur durch den Wechsel von Chiron in den Widder, sondern auch, weil der Mondknoten ab November durch den Krebs laufen wird und dann für die kommenden 1,5 Jahre die Energie eures Zeichens in den Mittelpunkt rückt. Und wo wir schon vom Mittelpunkt sprechen, kommen wir jetzt zu den Löwen, denn da sind die ja normalerweise gerne zu Hause im Mittelpunkt. Wenn Chiron durch den Widder läuft, wird er einen sehr positiven Aspekt zur Löwesonne bilden. Ihr werdet jetzt auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung ein großes Stück vorankommen. Ihr könnt für andere zum Vorbild werden, indem ihr sie anregt und begeistert, sich ebenfalls auf den Entwicklungsweg zu begeben. Der Chiron-Transit ist auch eine gute Zeit für euch, um in Verbindung mit eurem höheren Selbst zu kommen. Für Löwen, die als Heiler, Coach oder Motivationstrainer unterwegs sind, stehen die kosmischen Zeichen auf Erfüllung und Erfolg und das langfristig. Und wenn ihr selbst noch nicht bei euch angekommen und noch auf der Suche nach dem richtigen Weg seid, könnt ihr einen passenden Weisheitslehrer oder Lehrerin finden oder ihr entdeckt jetzt das Wissen, das ihr schon in euch tragt. Ich empfehle euch den Podcast Happy, Holy and Confident von Laura Seiler. Die ist auch Löwe und eignet sich da ganz wunderbar als Vorbild und Anregung. Und ich verlinke den Podcast unten in der Videobeschreibung für euch. Und weiter geht's mit den Jungfraugeborenen. Und für die ist Chiron auch extrem wichtig. Komme ich gleich noch zu. Also, wenn ihr in der Jungfrau geboren seid, hattet ihr Chiron in den letzten 7 Jahren frontal zu euch im Partnerhaus stehen, was viele Herausforderungen und auch schwierige Situationen in der Partnerschaft für euch mit sich brachte. Wahrscheinlich habt ihr in den letzten Jahren ganz viel über das Heilen und über menschliche Schwächen gelernt und bestimmt auch oft durch andere, die ihr betreut habt oder die euch einen Spiegel vorgehalten haben. In den kommenden Jahren wird Chiron einen speziellen Aspekt zu eurer Sonne bilden, das sogenannte Quincunx. Das ist ein Sehnsuchtsaspekt. Das heißt, man hat das Gefühl, dass man das ersehnte Ziel nicht ganz erreicht.
Es kann also sein, dass ihr an euren heilerischen Gaben und Fähigkeiten zweifelt oder dass ihr glaubt, aus all dem, was ihr in den letzten Jahren für andere getan habt, nicht genug gelernt zu haben. Das stimmt aber nicht. Ihr seid großartige Heiler. Vielleicht habt ihr auch andauernd das Gefühl, noch nicht gut genug zu sein, ja, und noch mehr neue Techniken lernen zu wollen. Zumal ja Erneuerungsplanet Uranus gleichzeitig einen sehr positiven Aspekt zu euch bildet. Tut das ruhig, aber zweifelt nicht an dem, was ihr schon könnt und verstanden habt. Ihr seid auch jetzt schon fähig, als Entwicklungsagenten anderen zu helfen. Fangt an, eure Fähigkeiten in eurem eigenen Rhythmus umzusetzen und vertraut dabei auf euer höheres Selbst. Und jetzt schauen wir für die Waagen, wie der Chiron-Transit sich da auswirkt. Wenn ihr Waage seid, wird Chiron in den kommenden 7 Jahren durch euer kosmisches Partnerhaus laufen. Da, wo Chiron steht, werden wir mit unseren Schwächen und wunden Punkten konfrontiert. Mit dem Ziel, dass wir lernen, uns und andere mit all ihren Schwächen anzunehmen, wie sie sind, und uns auf Aspekte der Ganzheitlichkeit und Heilung zu konzentrieren. Mit Chiron im Partnerhaus kann euch dieses Thema auch im Außen begegnen, nämlich durch Menschen, die in euer Leben treten. Und ihr fühlt euch berufen oder gefordert, diesen Menschen zu helfen. Es kann aber auch sein, dass jemand euch als Heiler begegnet und euch dadurch weiterhilft. Diese Konstellation kann auch zur Prüfung für die Partnerschaft werden. Dann werdet ihr getestet, wie viel Hingabe und Toleranz ihr für die Schwächen und Fehler eures Gegenübers aufbringen könnt. Oder euer Gegenüber legt den Finger auf die wunde Stelle bei euch und das kann einigen Herzschmerz verursachen. Weil ja das Ziel von den Chiron-Transiten immer die Persönlichkeitsentwicklung ist, habt ihr in den nächsten Jahren die besondere Chance, euch mit und durch eure Beziehungen weiterzuentwickeln. Alternativ ist es auch eine gute Phase, um euch aus alten Beziehungsmustern zu befreien, die euch bisher an eurem Glück gehindert haben, zum Beispiel durch eine Paartherapie. Chiron ist auch ein ganz wichtiger Faktor für die Gesundheit. Und wenn er einen harten Aspekt auf die Sonne bildet, wie das bei euch der Fall ist, kann das auch ein Anlass sein, einen Gesundheitscheck durchzuführen. Kommen wir nun zu den Skorpiongeborenen. Wenn ihr Skorpion seid, wird Chiron durch euer Sonnenhaus der Gesundheit gehen. Und das kann vielfältige Auswirkungen mit sich bringen. Wenn ihr ein gesundheitliches Problem habt, können sich neue Wege für euch auftun, wie ihr das in Angriff nehmen könnt. Wenn ihr allerdings gesundheitliche und auch psychologische Probleme bisher mit Erfolg verdrängt habt, würde Chiron euch in den kommenden Jahren damit konfrontieren, indem ihr euch eure Schwächen vor Augen führt. Verdrängtes wird hochkommen und will neu angeschaut werden. Chiron wird euch zeigen, dass ihr besser damit fahrt, eure Verletzlichkeit liebevoll anzunehmen. Das ist vielleicht nicht immer angenehm, aber es hilft euch, eure weichere und empathische Seite zu entwickeln. Vom Aspekt her wird Chiron einen sogenannten Quinkungsaspekt zu eurer Sonne bilden. Das bedeutet, dass ihr auf eurem Weg zur Heilung und Ganzheitlichkeit nicht immer bekommt, was ihr wollt und dass ihr manchmal das Gefühl habt, euer Ziel nicht erreichen zu können. Skorpione können sehr vorstellungsfixiert sein. Chiron wird euch zeigen, dass es manchmal wichtig ist, von seinen Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, loszulassen. Es geht darum, das zu akzeptieren, was ist, und das Beste draus zu machen. Jetzt kommen wir zu den Schützen. Wenn ihr im Schützen geboren seid, wird Chiron in den nächsten Jahren einen sehr günstigen Aspekt zur Schützesonne bilden. Zuvor ist er 7 Jahre lang durch die Fische gelaufen, das war ein harter Aspekt. Und der hat euch viele Herausforderungen gebracht. Viele Schützen hatten mit gesundheitlichen Problemen und auch Selbstzweifeln zu kämpfen und wurden hart mit ihren Schwächen konfrontiert. Ihr musstet einiges einstecken und wegstecken, aber jetzt beginnt eine Zeit, in der ihr den Sinn in all dem erkennen könnt und mit euch ins Reine kommen werdet. Ihr habt gelernt, eure Schwächen zu akzeptieren und zu verstehen, dass ihr trotz eures wunderbaren Sternzeichens Schütze eben doch auch verletzlich seid und das Glück nicht automatisch gepachtet habt. Wenn ihr zu denen gehört, die im Leben ungewöhnliche Wege abseits der üblichen Berufsbilder gehen oder wenn ihr als Heiler oder Coach oder Weisheitslehrer unterwegs seid, dann brechen gute Zeiten für euch an. Eure besonderen Fähigkeiten werden Anklang finden, beziehungsweise ihr seid einfach mit euch selbst im Reinen, ob es die anderen nun verstehen oder nicht. Und wir kommen zum Steinbock. Wenn ihr im Steinbock geboren seid, bildet Chiron nach und nach herausfordernde Aspekte zu allen Steinbock-Geborenen und wird euch dabei mit euren Schwächen und Fehlern konfrontieren.
Es ist durchaus schwierig für Steinbockgeborene, die im Allgemeinen den Anspruch an sich selbst stellen, perfekt zu sein und keine Fehler zu machen. Zumindest darf es niemand merken. Aber es geht ja darum, dass ihr selbst innerlich versteht, dass ihr eben nicht perfekt seid, dass ihr verletzlich seid, dass ihr einfach auch nur Menschen seid. Der Steinbock neigt dazu, gegenüber sich selbst und anderen bei Fehlern unnachsichtig zu sein. Und dieser Transit wird euch dabei helfen, euch selbst und andere mit mehr Geduld und Nachsicht zu akzeptieren. Das wird nicht unbedingt ein Spaziergang, denn harte Chiron-Aspekte bringen oft gesundheitliche Probleme mit sich, die uns dann daran erinnern, dass wir einen empfindsamen Körper und eine sensible Seele haben, um die wir uns kümmern müssen. Mit diesen Themen werdet ihr euch in den kommenden Jahren wohl auseinandersetzen müssen. Auch wenn es nicht immer angenehm ist, Chiron-Transite bringen uns ein großes Stück bei der Persönlichkeitsentwicklung voran. Und wenn ihr als Heiler, Coach oder Berater unterwegs seid, werdet ihr wahrscheinlich nochmal ein ganz neues Verständnis für die Menschen, mit denen ihr arbeitet, entwickeln. Weil dieser Transit sich in eurem vierten Sonnenhaus der Familie abspielt, kann es auch sein, dass ihr durch gesundheitliche Probleme eurer Familienmitglieder auf diesen Weg geführt werdet, indem ihr euch um sie kümmern müsst. Das gilt für das Steinbock-Kollektiv. Wie der Chiron in eurem persönlichen Horoskop steht, das können wir uns natürlich in der individuellen Beratung genau anschauen. Und jetzt schauen wir für den Wassermann. Wenn ihr im Wassermann geboren seid, beginnt mit dem Chiron-Transit durch den Widder für euch ein ganz spannender Prozess der Selbstbeobachtung und der Heilung. Und ihr bekommt auch Lust, die gewonnenen Erkenntnisse gleich im Alltag umzusetzen. Wenn ihr in einem heilenden oder helfenden Beruf unterwegs seid oder als Coach oder Berater, ist das sehr günstig für euch, weil ihr auch für eure Klienten gute Ideen entwickelt, wie sie sich entwickeln und fördernde Maßnahmen auch gleich umsetzen können. Auch ihr selber seid bereit, den Rat von anderen anzunehmen. Eine besondere Schwachstelle des Wassermanns ist nämlich, dass er den Kontakt und die Bodenhaftung verliert, weil er als Visionär weit in geistige Welten hinausschwebt und sich dann auch unverstanden fühlt. Hier bietet euch der Chiron-Transit eine Chance, wieder neugierig zu werden und bringt euch Erlebnisse, die euch anregen, noch etwas dazuzulernen und wieder in Kontakt zu gehen. Weil ihr gleichzeitig euren Herrscher Uranus in eine recht harte Spannung zu eurer Sonne bekommt, kann dieser Entwicklungsweg durchaus mit Herausforderungen gespickt sein. Aber Chiron wird euch helfen, den Sinn darin zu erforschen und zu erkennen. Und zum Schluss schauen wir für die Fische ins Horoskop. Wenn ihr in den Fischen geboren seid, dann habt ihr eine ganz wichtige Entwicklungsphase in eurem Leben absolviert, während Chiron 7 Jahre lang durch euer eigenes Zeichen gewandert ist. Dabei hat er euch gewissermaßen zu verständnisvollen Heilern ausgebildet, wobei das nicht immer angenehm war, denn oft lernt man die Lektionen durch Chiron, indem man selbst gesundheitliche Probleme hat. Dieser Transit geht auch einher mit Selbstzweifeln und der Ungewissheit, ob man auf dem richtigen Weg ist. Aber man lernt dabei, tolerant zu werden gegenüber den eigenen Fehlern und Schwächen und denen anderer. Und man entwickelt sozusagen den inneren Weisheitslehrer. Vielleicht bemerkt ihr das, indem ihr in den nächsten Jahren eine größere Gelassenheit und mehr Selbstbewusstsein entwickelt und das Gefühl habt, bei euch angekommen zu sein. Insgesamt sollte der Transit von Chiron durch den Widder für euch eine produktive Phase werden, vor allem, wenn ihr selbst als Heiler, Helfer, Evolutionsagenten oder Coaches und Berater unterwegs seid. Wichtig ist, dass ihr jetzt ins Handeln kommt und eure Erkenntnisse auch umsetzt und euch zutraut, bei den Menschen, die sich euch damit anvertrauen, Heilungsprozesse in Gang zu setzen. Das können eure Freunde ebenso sein wie eure Klienten. Indem Chiron in den Widder wechselt, geht er aus dem direkten Aspekt zur Fischesonne heraus, aber wenn ihr im Horoskop Planeten im Widder habt, dann empfangen die ganz direkt den Einfluss von Chiron, eventuell durch einen Schmerz, der geheilt werden will. Wenn ihr dazu Fragen habt, können wir das gerne in einer Beratung klären oder ihr könnt es auch in meinem Webinar Antonias Sterne mal ansprechen. Da schaue ich ja live ins Horoskop der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Chiron wird Ende September nochmal rückläufig und wenn ihr in den letzten Tagen des Fischezeichens Geburtstag habt, wird er nochmal zu eurer Sonne zurückkehren, ehe er nächstes Jahr im Februar endgültig in den Widder geht.
Ja, ihr Lieben, das waren meine Gedanken zur Bedeutung des Chiron-Transits für die einzelnen Sternzeichen. Aus Anlass dieser wichtigen Konstellation habe ich ein zweiteiliges Webinar für euch vorbereitet. Darin schauen wir uns die Bedeutung von Chiron in den Horoskophäusern an und natürlich könnt ihr mir da auch Fragen zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das Webinar ist auch gedacht für alle, die als Berater mit Chiron arbeiten, denn ich gebe euch da ganz konkrete Tipps, was ihr euren Klienten raten könnt. Und jetzt habe ich wieder ein Geschenk für euch. Und das sind Rabattcoupons für das Chiron-Webinar. Und es ist am 17. und 18. Mai 2018. Die ersten 10 Chiron-Fans, die Teil 1 oder Teil 2 des Webinars buchen, bekommen 20% Nachlass auf die Webinargebühr. Und dafür müsst ihr nur den Gutscheincode eingeben, den ihr unten in der Videobeschreibung findet. Ich hoffe, das Geschenk gefällt euch. Ich freue mich sehr, wenn ihr dieses Video teilt, damit auch andere sich über die wichtigen Kräfte des Chiron informieren können. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr ganz automatisch benachrichtigt, sobald ich neue Videos hochlade. Schaut euch bitte auch den ersten Teil meines Chiron-Specials nochmal an, falls noch nicht geschehen. Wenn ihr Chiron mögt, werdet ihr auch mein Special über Lilith im Steinbock mögen. Und wir sehen uns dann hier bei den Monatshoroskopen wieder. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.